Hallihallo, Maurice hier mit den News und dem Store-Update für die laufende Woche. Auf die Plätze, los! Overwatch bekommt Nachwuchs. Oder so ähnlich. Der neue Charakter heißt Ana, ist Support-Sniper und kann nicht nur Gegnern auf den Senkel gehen, sondern auch Teamkameraden heilen und boosten. Im Ankündigungstrailer hat Blizzard außerdem einen Zahlencode versteckt, den findige Fans bereits übersetzt haben. Der Code ergibt in etwa den Satz Sombra, wer die Informationen hat, hat die Macht. Ob es sich bei der bereits seit langer Zeit ummunkelten Sombra um Ana handelt oder hier vielleicht bereits der 23. Charakter geteased wird, ist bisher unklar. Haut eure Theorien in die Kommentare. Blizzard hat außerdem angekündigt, dass im Ranglistenmodus zukünftig jeder Held nur noch einmal pro Team vorkommen darf. Wann genau diese Neuerung Einzug ins Spiel erhalten, ist aktuell noch nicht bekannt. Der Dark Souls-eske Samurai-Klopper Nioh bekommt eine zweite Beta-Demo. Diese wird vom 23. August bis zum 5. September spielbar sein und baut auf die im April veröffentlichte Alpha-Demo auf. In der Beta wird es einen neuen Trainingsdojo geben, in dem der Spieler sich mit dem Kampfsystem und einer Handvoll neuer Waffen vertraut machen kann. Außerdem gibt es ein neues, bisher nicht genauer benanntes Level, sowie die Level aus der Alpha-Demo. Die fertige Version von Nioh soll noch 2016 exklusiv für die PS4 erscheinen. Nach The Walking Dead, Tales from the Borderlands und dem Minecraft Story Mode veröffentlicht Telltale Games am 2. August den ersten Teil seiner neuen Batman-Spielereihe. Die auf 5 Spiele angelegte Serie erkundet das Doppelleben von Bruce Wayne sowohl in Zivil als auch im Fledermauskostüm. Gesprochen wird Batman von Troy Baker, aka Joel, aka Sam Drake, aka Pagan Min, aka alle Videospiele-Charaktere, die nicht von Nolan North gesprochen werden. Bleibt zu hoffen, dass er Batmans Stimme besser hinbekommt als Christian Bale. Wir sind zuversichtlich. Was lange währt, wird endlich gut. Am 11. Oktober kommen PS4-Fans endlich in den Genuss von Rise of the Tomb Raider. Als Entschädigung für die Wartezeit hat sich Crystal Dynamics für die PS4-Version was ganz Feines ausgedacht und liefert uns eine 20-Year Celebration Edition. Diese soll Pakete vom Schlage bisheriger Game of the Year Editions in den Schatten stellen. Neben allen bisher veröffentlichten Modi und DLCs enthält die Version das neue Story-Kapitel Blood Ties, in dem Lara ihr Anwesen erkunden und dort diverse Geheimnisse lüften muss. In Laras Nightmare muss sie es dann außerdem gegen eine Invasion von Untoten verteidigen. Als besonderes Schmankerl lässt sich Blood Ties per PlayStation VR auch in First Person spielen und auch der Endurance Mode bekommt ein Upgrade. In der 20 Year Celebration Edition lässt sich der Survival Modus dann auch online kooperativ mit anderen spielen. Und neue Kostüme sowie einen neuen Schwierigkeitsgrad gibt es auch noch dazu. Klingt nach einem runden Paket. Das war's von den News, weiter geht's mit dem Store Update. Mal wieder gibt es mehr Neuerscheinungen und Sonderangebote, als wir hier behandeln können. Für die komplette Liste schaut am besten selbst im Store oder im PlayStation Blog vorbei. An Neuerscheinungen haben wir diese Woche unter anderem das hübsche Bilderbuch Retro JRPG I Am Setsuna, zu dem euch Anne in den nächsten Tagen noch mehr erzählen wird. Kostenpunkt 39,99. Song of the Deep bietet für 14,99 ein märchenhaft verträumtes Unterwasserabenteuer mit Metroidvania-Touch. Bei Assemblance vom neuen Studio Nilo Studios, das von einem Ex-Bungie-Mitarbeiter gegründet wurde, handelt es sich um einen von Serien wie Akte X und Black Mirror inspirierten Walking Simulator. In einen Animus-ähnlichen Apparat geschnallt, durchlauft ihr verschiedene ominöse Erinnerungen, ohne zu wissen, wer ihr seid oder was euch in ihnen erwartet. Sieht atmosphärisch aus und kostet 16,99. Als Angebot der Woche ist aktuell Mirror's Edge Catalyst anstatt für 69,99 für nur 39,99 zu haben. Wer es bisher verpasst hat, dem sei nochmal unser Livestream vom 10. Juni ans Herz gelegt, in dem Wolf das Ding bereits auf Herz und Nieren getestet hat. Vielleicht kommt ihr ja die Wand hoch. Wie auch schon letzte Woche läuft auch diese Woche noch die Aktion Total Digital. Die geht nämlich insgesamt einen ganzen Monat lang bis zum 3. August. Neben den bereits letzte Woche genannten Titeln sind unter der langen Liste an über 80 Spielen mit 25-70% Rabatt unter anderem folgende Schmankerl. Der Top-Down Science-Fiction Twin-Stick-Shooter Alienation für 12,99. Der atmosphärische Teambuilding Walking Simulator Firewatch für 14,99. Annes 2015 Top 2 des Jahres Everybody's Gone to the Rapture für 11,99. Für alle Tierfans unter euch die Hardcore-Simulation Goat Simulator für 4,99. Sowie das gnadenlose Boss Rush Abenteuer Titan Souls für 7,99. Auch weiterhin gibt es auf die meisten Titel in der Aktion Total Digital zusätzlich 10-20% PS Plus Rabatt. Hier kann sich der genauere Blick also durchaus lohnen. Ich wünsche euch mal wieder viel Spaß beim Stöbern und Daddeln und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tüdelü! Dieser Modus hier ist ein bisschen viel. Wenn man es runterbricht, ist es Energie sammeln, Schiff aufladen, Schiff macht die gegnerische Basis kaputt. Und dann wenn das böse Schiff kommt, kannst du die Flugabwehr nutzen, um das böse Schiff kaputt zu machen. Genau. Ist quasi der ganze Konflikt in 10 Sekunden.